Hallo, da sind wir wieder bei Sims 4 und sie reist jetzt, sie reist, sie reist. Wo reist sie denn wohin? In den Magnolienblütenpark. Und da schauen wir uns mal ein bisschen um. Da war ich nämlich noch gar nicht. Oder war ich da schon? Ich weiß es nicht. Kann man Schach spielen? Ich will mich mal umsehen, ob man hier irgendwas ausgraben kann oder finden kann. Hier sehe ich nichts. Da ist Ende der Fahnenstange. Hier ist auch Ende. Hier scheint was zu sein. Graben. Da nichts mehr. Am Rand entlang. Ist immer eine gute Idee. Nix. Mal weiter hier am Rand außen lang. Wieder Steine. Da ist dabei. Nein. Da kann man angeln. Ist auch nicht so interessant. Steine, 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 Steine. Kann man Frösche finden. Finde ich auch nicht so interessant. Das Ende. Also hier scheint nicht so viel zu sein. Da ist nichts. Ist ja ein bisschen blöd. Da kann man ja Frösche fangen. Halt, da haben wir was. Haben. Dann schon wieder Stinkefüße. Können wir mal gucken, was hat sie da gefunden? Ein Rubin. Energiegeladenes Dekor. Das ist schon mal schön. Was ist das für eine Pflanze? Wilpabrahe, Gibaru Bainu, Soananuloy, Erdbeerstrauch. Ja, sie ist liebestoll. Das ist ja, da kann ich ihn auch nicht für. Was haben wir noch gefunden? Ein Harmati, energieladendes Element. Gucken wir mal hier, haben wir da noch was? Freundlich vorstellen. Freundlich vorstellen und freundlich vorstellen. Loma. Roma? Level. Die Saskia sieht ja so dick aus. Auf einmal. Nee, das ist ja jemand anderes. Maria Krämer. Nico Steffens, den kenne ich auch nicht. Enat Sabano? Sam's a queen. Yikla O'Dree. Hello, Yam. Nelsa. Gulba Bibbitab. Hopsa. Oblish. Fleißig arbeiten. Zarkini. Lupin. Pinerfa Frosch. F-Droy. Hausaufgaben. Ach, das ist ein Junge. Mein. Der ist mir zu jung. Obwohl, ich auch mehr weiß. Hier noch irgendwas? Graben. Dann gehen wir noch mal graben.
selbstsicher. Naja, hoffentlich hilft das beim Graben. Lauf, lauf, lauf. Also ich finde, das sieht vorteilhafter aus als diesen anderen Krempel, den sie anhatte, diesen mausgrauen Look vorher. Was hat sie da gefunden? Das machen wir gleich mal auf, öffnen. Jenny, verspieltes Dekor, okay. Wie sieht's denn aus? Spaß nicht, Hygiene nicht. Gehen wir auch nach Hause. Dann kann ich doch jetzt noch jemanden einladen und so weiter und so fort. Und dann schauen wir uns mal zu Hause in der Gegend um, ob wir da noch irgendwelche Sachen ausgraben können. Es gibt ja einiges zu finden. Und da kann man bestimmt gute Sachen mit anfangen. Ja gut, und die armen Lamas werden schon wieder rasiert. Mann, Mann, Mann. Wer hätte das gedacht? Jubel, Trubel, Heiterkeit. Das Haus wurde für 60 Simoleons aufgeräumt. Wunderbar. Da werden wir erstmal eine nachdenkliche Dusche nehmen. In der Zwischenzeit werden wir mal ein paar Sachen verteilen hier. Energiegeladenes Dekor, da erstmal einschalten. Emotionelle Aura aktivieren. PC verstehen? Nein. Muss ich mal gucken hier, warte mal. Moment, Moment. Emotionale Aura aktivieren. Irgendwas, was sie gut kann. Also mal 2 und so weiter. Ja. Das ist auch gut, dass sie das von alleine macht. Aber wir müssen auch hier bewässern und alles ernten. Muss auch gemacht werden. Ich hatte noch 2 Tage, brauchst du erst. In 2 Tagen brauchst du erst wieder arbeiten gehen. Da drüben ist wirklich sehr viel wieder los. Blurna Tobel, Blaf, Robla, Klarschen, Bla. Moritz, und alles wieder Leute, die ich gar nicht kenne. Der Funi? Tanka.
Rumba Ocha. Bizarre. Wabarani. Banavi. Slefanosh. Lunging. Fruitsch. Da geht sie mal dahin, mal gucken, ob da sich irgendwas ergibt. Wohl über mal kurz Turbo einschalten. Und Kochbananen geerntet? Oh, man glaubt es kaum, wir haben Kochbananen geerntet. Wow. Juhu. Und dann geht die Ute da mal drüber in den, sagen wir mal, Gemeinschaftsgarten. Da ist ja immer was los. Schön auf den Weg gehen, nicht auf den Rasen treten. Es ist schön, dass sie sich an die Regeln halten. Dursena Kana, Shibar Bluehane. Bevamoy. Freundlich vorstellen. Chinosa. Freundlich vorstellen. Und. Harfen. Neue Erfindung. Toki Boo. Yonk. Sika. Suchen. Guck, was ist das hier für ein Strauch? Das ist ein Chrysanthemenpflanze. Kartoffeln haben wir noch nicht gehabt. Soweit ich weiß. So, so. Nupsa. Quaba Vimps Zippel. Narg Camus. Hey. Waga. Yelma. Yarb. Flea. Yips. Zika. Arbini. Ist die Kartoffeln geerntet oder nicht? Ja. Kennen wir auch noch nicht. Lockere Unterhaltung. Strum, strum, strum. Garsche, garsche. Flagge. Petor, Dobi. Es wird weiterhin auch noch über zwei Folgen am Tag geben. Eine morgens, die wird so gegen 7 veröffentlicht und eine nachmittags gegen 16 Uhr. Der Grund ist, dass ich ja nochmal neu anfangen musste wegen einer defekten Festplatte. Aber das hatte ich ja schon mal erzählt. Und wenn ich dann, glaube ich, bei Folge 20 bin, dann wird das ja wieder so sein, dass nur eine Folge pro Tag kommt. Die kann dann aber auch wieder etwas länger werden, wie jetzt die vorherige oder vorvorherige Folge. Ist auch ein bisschen länger gewesen. Das lag einfach daran, dass ich da einfach nicht die Uhr gestartet habe und es einfach so laufen ließ und nach Gefühl abgeschaltet habe. Gehen wir erstmal zu unserem Haus wieder zurück. Kühlschrank öffnen. Pilze packen wir rein, das packen wir rein. Die Kochbananen packen wir rein, Mohren packen wir rein. Und Kartoffeln nicht. Denn die Kartoffeln möchte ich gerne pflanzen. Noch nicht gemacht. Eine Kartoffel, zwei Kartoffeln, drei Kartoffeln pflanzen. Ich bin so sportlich, ich laufe und laufe und laufe. Oh, die hat mal denselben Trainingsanzug angehabt, das geht ja gar nicht. Ach ja, und diese Lags, ich weiß nicht, woher die kommen. Es liegt nicht an der Grafikkarte, es liegt nicht am PC, es liegt nur an Sims 4. Irgendwo ist da noch der Wurm drin.
Auch wenn ich andere Grafikeinstellungen nehme, das ändert überhaupt nichts. Auch wenn ich die Auflösung ändere, ändert das auch nichts. Ja, erstmal schnell anpflanzen. Danach kannst du immer noch aufs Klo. Ich habe gesehen, bei einigen Gerichten gibt es Tomaten, aber ich habe noch keine Tomatenpflanze irgendwo gesehen. Wahrscheinlich, wenn man einen höheren Level hat. Ja, zu null. Bewässern. Auch schon ein bisschen angespannt. Oh Mann, was willst du? Ich störe mich doch nicht beim Gießen. Das ist alles Müll. Nein, das sind Kartoffeln. Hier wird kein Müll angepflanzt. Oh, wow. Oh, Martina ist befördert worden und hat viel Kohle mitgebracht. Was hat sie bekommen? Sternsucher Originalentwürfe und Satelliten mit dem Teleskop verfolgen. Muss man erstmal das machen wir erstmal zu, machen wir erstmal den Kühlschrank auf, um alles reinzupacken, was wir haben. Ja, das nicht. Also der Kühlschrank wird so langsam richtig voll. Haben wir da noch was? Da haben wir noch Kartoffeln. Ja, noch was in der Hand? Nein. Das inspiriert. Wie fit ist er? Energie hat er nicht mehr viel, Spaß hat er nicht mehr viel, aber er sollte trotzdem noch ein bisschen trainieren, damit er nicht dick wird. Der gute Norbert. Norbert, los! Geh trainieren und bleib schlank. So, dann schauen wir da nochmal nach. Auch nicht mehr so fit. Jetzt sind wir auf Bronze. Auf 1. Also noch nichts. Bei ihr ist Fitness auch auf 1 und da ist die Fitness wahrscheinlich am höchsten. Auch erst auf 2. So, sie ist ja jetzt befördert worden, die gute. Level 2 Fitnessfähigkeit braucht sie und 4 Stunden an der Hantelbank trainieren. Okay, und sie braucht nur 2, kann ausschlafen. Tja, das werden wir auch dann ist in den nächsten Folgen sehen, ob das was mit dem Hanteltraining wird, etc., um noch höher hinauszukommen. Weil die verdient jetzt schon 71 Simoleons die Stunde. Carola ist immer noch Tellerwäscherin. 16 Simoleons die Stunde. Und der gute Norbert ist ja immer noch eine Null im Programmieren. Und verdient 47 Simoleons die Stunde. Aber jetzt ist erstmal Feierabend. Und ich sage an dieser Stelle Tschüss und Bonne Nuit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.